So, gerade mit Kylo eine Runde spazieren. Ich finde das Wetter geil, der Hund findet das richtig scheiße und ich kann euch eine Sache nur sagen, ich liebe den Hund, aber achtet darauf und holt euch keine überzüchteten Hunde. Ja? Für den ist das Wetter absoluter Horror und holt euch keine überzüchteten Hunde, macht euch schlau, unterstützt solche Züchtungen nicht mehr. Französische Bulldoggen, Möpse, englische Bulldoggen, da gibt es so viel Überzüchtung. Also das ist wirklich, ich habe mich damals nicht informiert, alles gut. Jetzt weiß ich es besser, aber für den Hund ist dieses Wetter ein absoluter Albtraum. Also das ist wirklich, und das tut auch in der Seele weh als Hundebesitzer, den Hund bei den Temperaturen so leiden zu sehen. Jetzt geht's, hier ist Schatten und so, aber an für sich, geh mal mit dem Hund jetzt, gut, er ist auch schwarz, geh aber mal mit dem Hund 2 Minuten in der prallen Sonne, der fällt dir fast um. So, ich habe gerade mit Agatha eine Diskussion. Sie hat mich gefragt, ob das meine Schale ist. Und ich habe zu ihr gesagt, ja, das ist meine Schale. Da habe ich gesagt, leider, weil ich die unfassbar hässlich finde. Sie findet die toll. Warum findest du die gut, Agatha? Ja, diese Grimasse an der Gesicht, du isst. Guckst du diese Grimasse und hast du bessere Laune? Ich finde die so scheiße, die Schalen. Tut mir leid, aber ich glaube, meine Tante hat mir die damals geschenkt. Tut mir leid, falls du das hörst, nee, Regina. Alles gut. Du, das ist, weißt du, gibt es ähnliche Kaffeebecher? Ich finde die schrecklich. Wir machen mal eine Abstimmung. Wie findet ihr die? Also ich finde die wirklich scheußlich. Freunde der gepflegten Unterhaltung, ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu dem Gönnergy Jackpot. Das Ding gab es noch nie und ist unfassbar krass. Und zwar jede Limited Edition hat jetzt einen Jackpot von 100.000 Euro, den ihr gewinnen könnt. 10 Leute hat 10.000 Euro. Und sollten die in der ersten Limited Edition nicht eingelöst werden, wandern sie in den nächsten Jackpot. Also der Jackpot kann auch immer steigen. Ihr fragt euch jetzt, wie funktioniert das, wie wird das ablaufen, ist relativ einfach erklärt. Ihr habt bei euren Döschen unter der Lasche einen Code. Da geht ihr einfach auf voting-gönnergy.de und stimmt für eure Lieblingssorte ab. Und automatisch nimmt ihr an dem Jackpot teil. Sollten von der jetzigen Limited 2 Edition nicht alle Codes eingelöst werden, weil einige kaufen auch eine Dose, wissen das nicht, schmeißen die weg, wandert automatisch das, was von dem Jackpot übrig bleibt, in die nächste Limited Edition. Das ist so unfassbar geil und sind so riesige Gewinne und es macht so viel Spaß, so eine geile Sache mit euch zu teilen und zu planen. Und ihr solltet damit am Start sein. Geht in eure Läden, holt euch ein Gönnergy, gebt den Code auf voting-gönnergy.de ein und gewinnt mit ein bisschen Glück 10.000 Euro auf Entspantarino. So leicht habt ihr, glaube ich, noch nie einen Zehner gewonnen. Die wichtigste Frage ist natürlich, wie werdet ihr benachrichtigt, wenn ihr gewonnen habt? Ganz einfach, ihr kriegt ein Pop-up und eine Mail. Wenn ihr gewonnen habt, relativ simpel, also ihr werdet es nicht verpassen, wenn ihr gewonnen habt. Das waren richtig fette News hier. Danke für euren Support. Wie gesagt, G steht für Gönn. Wir haben es immer gesagt, wir halten uns auch dran. Der Gönnergy Jackpot ist das Next Level, genauso wie Gönnergy auch Next Level ist. In dem Sinne, lasst euch schmecken und viel Spaß beim Gewinn. Küsschen aufs Nüsschen. Ciao. Genau so lobe ich mir das, Digga. Mini-Frühlingsrollen aus Entspantarino. Ein paar köstliche Soßen. Geil, Digga. Dazu gibt es
köstliches veganes Sushi mit Gurke, oh nee, und Paprika. Und dazu gibt's noch einen eiskalten Juneberry Jam, Digga. Also besser geht's nicht, sag ich ehrlich. Boah, hab ich richtig den schiefen Turm von Pisa nachgebaut, nur damit ich mit der Hand hier filmen kann. Und ich wollte mich nochmal bei euch bedanken, denn diese wunderschöne Klimaanlage hätte ich mir als Normalsterblicher wahrscheinlich nicht leisten können, nachträglich. Und für die bin ich gerade sehr dankbar bei den Temperaturen, die wir hier im Norden haben oder insgesamt in Deutschland. Küsschen aufs Nüsschen. Danke. Oh ja, Digga. Ja. Oh, geil, Baby. Geil, House of the Dragon, zweite Folge. Können wir mein Sandwich, Digga, ein bisschen Ketchup drauf gemacht. Lul. Taste Pudding und ein Bananensäftchen. Also das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Einige schreiben mir tatsächlich, mein TV wäre zu klein und der wäre zu weit weg und ob ich überhaupt was erkenne. Ich habe Weitwinkel angehabt. So. Also. Dieser Fernseher ist nicht zu klein. Ihr habt recht, es gibt Dinge, die zu klein sind. Einer davon befindet sich hier zwischen meinem Bein. Aber mein TV, der ist nicht zu klein. Haben wir uns doch verstanden. Huh?